Nach rund 3 Monaten Fernbeziehung im Internet hat Nadja ihren Traummann nun endlich in Tunesien wieder getroffen. Aber vor Ort bekommt sie erste Zweifel an Marvins Gefühlen. Nadja braucht seelischen Beistand. Das Problem ist, ich kenne von Österreich eine andere Tastatur und ich kann eigentlich das 10-Fingersystem und tue mir jetzt wahnsinnig schwer, weil alles woanders ist, muss man die ganze Zeit suchen. Aber das tunesische Internetcafé offenbart noch weitere Tücken. Mama, erkennt sie? Also, ich kann dich nicht sehen. Von lauter Gewohnheit mit Marvin. Ah, wie geht's? Ja, danke, danke, gut. Und dir? Wie war's denn? Wie war denn der Flug? Oh, wir haben ein bisschen Verspätung gehabt beim Flug. Verspätung? Ja. Und war Marvin am Flughafen? Hat er dich abgeholt? Ja, Gott sei Dank. Es war am Anfang komisch mit Marvin zusammen. Klar, wir haben uns ja ewig lang nicht gesehen. Marvin ist ganz anders, Mama, als wir beim Urlaub. Schon? Ja. Wir waren zwar in Hammamet und so, aber er will mir nicht so ganz die Stadt zeigen und was so eigentlich Kultur ist, will er mir gar nicht zeigen. Und warum? Habt ihr ein Problem oder was ist da? Wenn Nadja das nur wüsste. Mir fehlt einfach eine zweite Meinung zu dem Ganzen, weil ich einfach zwiegespaltet bin, was ich halten soll von dem Ganzen. Dass Marvin mir die Stadt nicht zeigt und solche Sachen, da brauche ich einfach eine zweite Meinung. Und meine Mama ist ganz gut, die holt mich immer wieder auf den Boden runter und sagt, hey, hallo, Schall, so läuft das nicht, denk mal drüber nach. Wo ist Marvin jetzt? Der ist draußen und wartet. Aha, der ist jetzt gar nicht dabei? Nein. Will er mit dir alleine reden, muss er nicht überall dabei sein. Aha, ob du das später auch einmal sagst? Hä? Wieso? Ja, wenn das doch die große Liebe ist und ihr zusammenbleibt. Im Dutzend kann ich mit dir alleine reden, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war ja nicht so gemeint. Hallo? Bei Mutter Silvia bleibt allerdings trotzdem ein ungutes Gefühl zurück. Hat sich Nadja in etwas verrannt? Ich glaube schon, dass sie da ein bisschen zu schnell gefunkt hat, oder ich sage jetzt einmal bei ihr, dass sie das so festhält, also das unbedingt, nur das, nur das. So leicht will die Pflegehelferin aber nicht aufgeben. Wenn Marvin ihr seine Kultur nicht von sich aus zeigt, muss Nadja es halt einfordern. Für was ist das, Schatz? Wieso macht man Blumen, ha? Eine Antwort bekommt sie vorerst nicht. Nur bei einem Thema findet der arbeitssuchende Kellner plötzlich seine Stimme wieder. Muss ihm Dinner geben, oder? Muss ihm Dinner geben, oder? Bitte schön. Wie viel? Und wer bezahlt? Es geht wahnsinnig viel um Geld. Also bei ihm selber. Weil er es immer so bringt, dass ich das dann halt zahlen muss. Und dann bin ich einfach so, ja gut, dann zahle ich halt das noch und dann ist dann eine Ruhe. Wieso in Tunesien immer so Blumen kriegen? Vom Mann kommen und sagen Blumen. Ja, schön. Das ist schön. Man, auch im Heiraten, wie gibt das. Okay. Aber Großes, nicht jeder. Großes. Jeder. Großes, ja. Okay. Auch mit diesen, egal, immer diese Blumen? Ja, immer ja das und das egal. Okay. Wie lange wird Nadja noch um Marvins Aufmerksamkeit buhlen müssen? Minuten, die sich anfühlen wie Stunden. Martina und Bujema warten ewig auf der österreichischen Botschaft, die das Okay für ihre geplante Hochzeit geben muss. Ja. Das ist Ihr Original? Ja, danke schön. Und da wird dann die Bestätigung der Botschaft. So, ja, das ist okay. Bitte kontrollieren Sie es noch einmal, die Daten stimmen. Geburtsdatum ist vor allem wichtig. Ja, das stimmt. Ja? Ja? Jawohl. Gut, danke schön. Das wär's dann. Super. Gerne. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Ja. Dankeschön. Wiederschön. Wow. Salam alaikum. Geschafft. Der nächste Etappensieg ist gemeistert. Wow, this is good. So. Ja?
Let's go. Wollt ihr etwas sehen? Es hat geklappt. You see? My name is here. Damit haben sie in allen Ämtern der Hauptstadt Rabat Erfolg gehabt. Es gilt noch eine Handvoll Behörden in Boujemas Heimatort zu besuchen, aber für den Moment sind die Verliebten überglücklich. Unglaublich. Bei den Behörden ging heute alles ganz einfach und schnell. Hoffentlich geht es so weiter. Der heutige Tag ist eine wichtige Etappe gewesen. Auf geht es nach Essaouira. Hier lebt der 23-Jährige und hier soll auch die Hochzeit stattfinden. Wenn es am Ende dazu kommt. Martina bekommt nun einen wirklichen Eindruck vom Leben in Marokko. Die letzten Tage haben sie im Hotel verbracht. Ab jetzt müssen sie für sich selbst sorgen. Ich bin sehr stolz und glücklich, dass Martina nun endlich in meiner Heimatstadt ist. Endlich kann sie sehen, wo ich aufgewachsen bin. Das ist mir wichtig. Okay, let's go. A nice place than nice. I'm happy for this. Yeah, and here is the Knaba Festival. Yeah, I know this. Essaouira kennt Martina nur aus dem Internet und von Erzählungen. Hier kann sie sich auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen. This is my Salam. Friend. Salam. Yeah. Also ich war schon überrascht über das, dass der da daherkommt und mir die Blumen in die Hand drückt. Ich hab's voll nett gefunden. Ich hatte mit einem Freund telefoniert und er wusste, dass wir nach Essaouira kommen. Da wollte er uns eben eine Überraschung machen. Von den Blumen habe ich selbst auch nichts gewusst. Ich fand es aber eine sehr nette Geste. This is great. Das erste Mal ziehen beide gemeinsam durch die Straßen, die in Zukunft auch Martinas Heimat werden könnten. Wenn es nach Boujema geht, werden die beiden ihr Leben in Marokko verbringen. Seine Heimatstadt ist eigentlich schön. Ich kenne es von Fotos im Internet und bei vielen Plätzen, die habe ich gesehen und habe sofort wiedererkannt. Also von dem, ich habe es mir schon so vorgestellt, wie ich es auch gesehen habe auf die Fotos. Da bei Boujemas Familie zu wenig Platz ist, beziehen beide ein kleines Haus in der Innenstadt, welches der gelernte Elektriker für die nächsten Tage gemietet hat. Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund für die geräumige Bleibe. Wir haben das Haus gemietet, um Zeit für uns alleine zu haben. Wir hätten auch bei meiner Schwester wohnen können. Dort hätte meine Schwester aber alles für uns gemacht. Hier im Haus muss ich selbst Verantwortung übernehmen und für meine zukünftige Frau sorgen. Das gemeinsame Leben bestreitet man nicht nur durch so einen traumhaften Ausblick. Aber ist Martina schon bereit für den Alltag in Marokko? Sure, we will live here, inshallah, forever in the future. Our future will be in this city, if you could really. I want you now to go to Sok and you will find our city by yourself and pay some things for dinner. Martina soll allein auf den Markt gehen, ohne Unterstützung von Bu. Oh, ich bin aufbrausend, aber ich bin aufbrausend eher. Und wenn es mir zu wird, dann drei mehr und geh. Fertig. Dann soll er schauen, was er tut. Ja. To pay something for eight, meat or anything. For, no, like I don't some want to buy. Because we say it the first time you will cook. Because really? I not know what I can cook and I won't see. I won't see it first. You buy all. And then I think, okay, what I will cook on the next day. So, and then I will but buy this all. Now you will come someday for our future. And yeah. I will not be, we will live here in Shalom future. We will not be in house. And I'm sure you will go to outside to pay something for yeah, of yourself. Course, when we live here together, I go outside for buy something. Yeah, but I don't want to buy it because I not know here anything and I don't know the people. In the first time it cannot or what? Because imagine like, in if you are there in Austria, it's normal, only different in English. I only say sure the first time, the second time I will go then with you. Na, ich will nicht, bitte.
Mein Er ist so, wenn sie einem auch zu viel wird, dann ist er ruhig und fertig. Und dann diskutieren wir das halt noch und dann irgendwann einmal. Dann kommt der an und sagt, du pass auf, das und das hat mir nicht passt. Und sag ich, ja, das und das hat mir auch nicht passt an dir. Ja, passt, ja, dann müssen wir halt nur lernen, damit zum Umgehen. Fertig, das ist aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass Martina in dem Moment geschockt war. In Europa gibt es alles fertig in Dosen zu kaufen. Hier ist alles einzeln und man muss sich die Sachen zusammensuchen. Aber zum Glück sind die Leute hier freundlich und helfen einem gerne. Am Ende sieht auch Martina ein, dass sie sich nicht ewig gegen diese Erfahrung sperren kann. Dennoch, ein mulmiges Gefühl bleibt. Hier eine Gasse, da eine Straße, fremde Gerüche und Lebensmittel, wo man hinschaut. Es ist ein bisschen anstrengend, wenn man das erste Mal in einem fremden Land einkaufen geht, überhaupt so, wie es da war. Also wo man jetzt nicht ein Geschäft hat, einen Supermarkt oder so, weil da geht man rein und schaut, sondern da war es von dem ein bisschen anstrengend, weil man wirklich halt schauen muss, wo gibt es was, weil da steht, die Klamotten stehen neben den Zitronen und dann kommen die irgendwelche Rauchdinger oder Gewürze, also das ganze Gewusel und so. Die Auswahl ist riesig. Ein bisschen Fisch vielleicht? Oder lieber doch nicht? Es war halt einfach, weil ich nicht gewusst habe, was kann ich zum Kochen nehmen. Was ist das gelbe Ding da, was so schlatzig ausschaut? Das war das, was mir eigentlich Gedanken gemacht hat. Weil dann komme ich vielleicht mit lauter Sachen heim und die können wir dann weghauen, weil wir es für nichts nehmen können. Und dann, es ist das Problem gewesen, von lauter Schauen, wo bin ich, wo muss ich hin, pass auf das auf, schau auf das. Durch das habe ich auch auf dem Weg nicht so wirklich geschaut, wo bin ich gegangen, wo bin ich hergekommen. Ja. Ob sich Martina an diese ihr völlig fremde Kultur gewöhnen kann? Also, dann kann der Bu jetzt ins Kochen anfangen. In Tunesien plagt Vorarlbergerin Nadia immer noch die Frage, warum ihr Traummann Marvin so wenig von sich und seiner Kultur preisgeben will. Ein klärendes Gespräch ist längst überfällig. Du musst mir zeigen, Tunesien das und das. Ich möchte sehen. Nicht nur shoppen, sondern ich möchte sehen. Wenn ich bin selber, ich nicht gehen für any place. Ich bin immer zu Hause. Ich nicht lieben du. Fragen, komm, gucken da, ich nicht lieben. Jetzt bin ich hier, du musst mir zeigen. Ich weiß, wo lieben du gehen, ich bringe dir, ich habe keine Probleme. Ja, du weißt, was hier gut ist. Aber was ich weiß es nicht, was du lieben exakt, du gehen, wo gehen. Mich würde eigentlich alles interessieren von Tunesien, wenn er mir das bloß nur zeigen würde und alles erklären würde, wie das läuft, wie das auch mit dem Beten geht, der Koran und so. Wäre ich froh, wenn er mir das sagt, weil so wird es immer Konflikte geben, wenn er mir nicht genau erklärt. Nur er redet sich dann relativ schnell raus. Ich will mit ihr zu meiner Familie und auch mal einkaufen gehen. Oder auch mal in die Diskothek. Aber für mich ist es nicht so wichtig, mit Nadia viel zu unternehmen. Ich will lieber mit ihr über die Zukunft reden und Pläne für uns schmieden. Kann sich Nadia überhaupt sicher sein, dass Marvin es ernst mit ihr meint? Seit ihrer Ankunft in Tunesien sind Zweifel ständige Begleiter der Pflegehelferin. So, eine Frage. Ja, after das alles Test und du kommst hier und da. Was du wollen with me? What do you want exactly with me? Heiraten oder Freund oder was exactly? Verstehen? Schatz, ich will, dass du nach Österreich kommst, dann muss ich dich heiraten. Du lieben heiraten mit mir, okay? Ja. Ja, okay. So, warum du immer fragen, hast du eine andere Frau, du guckst für eine andere Frau, du nicht lieben mir, ta-ta. Warum? Du weißt das. Ja, ich weiß das. Aber warum du immer fragen da? Ja, immer. Warum? Immer ein bisschen fragen. Muss. Was? Ich muss immer ein bisschen fragen. So, wenn du fragen mir das, so ich denke, du nicht glauben mir oder du nicht viel trauen mir. Verstehe? Ja, Schatz, ich zwei Männer oder drei Männer im Leben, die immer
lügen und da sagen, ein bisschen Zeit brauchen, bis Vertrauen. Ja, ich auch. Wenn Nadja wüsste, dass Marvin schon längst Pläne für die gemeinsame Zukunft geschmiedet hat. Sogar einen Verlobungsring hat der arbeitssuchende Kellner bereits gekauft. Es nervt mich, dass Nadja mir nicht vertraut. Immer wieder fragt sie mich, ob ich wirklich keine andere Frau habe. Wenn sie mich wirklich liebt, dann muss sie mir einfach vertrauen. Aber von Vertrauen ist bei Nadja nichts zu spüren. Jetzt muss Marvin sich etwas überlegen, um die Wogen wieder zu glätten. Okay, ich komme gleich. Hm? Ich muss gern hier. Du guck. Und ich? Hm? Ja, das sind hier, ich komm. Alleine? Hm? Ja, ich bin hier, ich gucke für dich. Ja, ich komme gleich, nur 2-3 Monate. Okay. Okay. Ob allerdings das weite Suchen wirklich die geeignete Taktik ist, Nadjas Vertrauen zu gewinnen? Er geht ja öfters einfach weg, ohne etwas zu sagen oder so. Das ist normal bei Marvin. Aber er sagt mir immer nachher, wo er war und was er gemacht hat. Ist okay. Das gehört, glaube ich, zu Tunesien. Das sind die Männer, die gehen dann immer. Wie lange wird es Nadja noch gelingen, sich selbst zu beschwichtigen? Die Salzburgerin Martina hat ihren ersten eigenständigen Einkauf im fremden Marokko hinter sich gebracht und ist stolz auf sich. Aber kann sie auch fast ihr Mann Bu zufriedenstellen? Guten Abend. Wie geht's dir, meine Frau? Mir geht's gut. Schon? Ja. Wow, Schock. Ein Shop. Something's for the Tashin. That's great. Yes, look. Wow. Es scheint alles zu Bujemas Zufriedenheit zu sein, der sofort in den Erklärbär-Modus verfällt. Now we will start, my mom. Look at me. We need some plastic bag for plastic. We put it here for Arabisch. And the first we'll get some under my water and eat. This is the tagine. Before we can check the tagine and see, it's very big. Great. Und dann hat der gelernte Elektriker auch noch eine Lektion in Sachen Warenkunde parat. This is sugar, what we use for so often in Morocco. Yeah. Did you see it before? Like a brick. Yeah. By which use case you do for that? Yeah. Yeah, this is brick. I know this. Yeah. Only small. So, yeah, small one. And this is tea, red tea. This plastic, we will put it Arabic, but wait, to handle it in somewhere. Yeah, this way. This is better. When we finish, we will soup like this. Das Ärger ist wie ein Waschweib, wirklich. Und wenn die miteinander reden, die Männer, da geht's noch. Wie aus der Maschine bist du. Und dasselbe ist halt, wenn man irgendwas von ihm wissen will, er meint ja nicht böse, ja. Er meint ja, er will einfach höflich sein, ja. Und das ganz genau erklären, damit man sich ja ganz genau auskennt. Und so ist eben auch mit dem Kochen gewesen. Da erzählt er Lexika, erzählt er da, ja. Und wenn er mir zu viel redet, dann sage ich es ihm eh. Und sage ich, du, pass auf, es passt schon, ich hab's schon verstanden. Yeah. I must make a phone call quick. When you want, you can prepare yeah, this. Yeah, we will prepare, yeah? Okay? I'm back. Okay. Ja, passt eh alles. Nein. Hat eigentlich alles passt. Also, wie wir angekommen sind, war ich so müde. Ich habe mich schon irrsinnig gefreut darüber, weißt du, innerlich. Aber andererseits war ich so müde, dass ich es vielleicht nicht so zeigen habe können. Aber ja, ich weiß eh. Er hat eh dann auch gesagt, nein, ich weiß, dass du müde bist und so. Aber er ist wirklich ganz nett. Also, so wie über den Computer, war nicht sogar nur mehr. Also, hilfsbereit und alles und ganz nett, wirklich. Ich glaube, du wirst ihm auch mein. Ja. Du hast mir das Angebot gemacht, wenn es wäre, dass du eventuell schauen, dass du herkommst, weil es ist doch schon ein bisschen. Ja, ich brauche halt wen von mir zum Handel halten. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du irgendwie schauen, dass du doch Zeit findest oder so, dass du herkommst. Nein, ich mache es nicht. Ich kann es nicht. Na, dann verbleiben wir mal so. Gell? Ja. Dann ciao. Ja, tschüss, Papa. Ciao. Also,
freue mich schon, wenn die Karin jetzt da kommt. Weil dann kann sie mich sicher in einigen Sachen unterstützen und zur Seite stehen. Was aber, wenn Freundin Karin keinen guten Eindruck von Bujimar bekommt? Ich glaube schon, dass sie mag, weil sie hat die ganze Zeit vorher schon gesagt, der ist so lieb und da. Ja, aber ich denke schon, dass sie mag. Sollte Karin dennoch Zweifel haben, würde Martina auf ihre Freundin hören. Nach 1,5 Jahren Internetbeziehung ist Martina nun das erste Mal bei Bujimar. Nach einigen Tagen in getrennten Hotelzimmern haben sie nun die erste Nacht im gemeinsamen Mietshaus verbracht. Also wir sind nur immer gegenseitig unberührt. Ja, und letzte Nacht hat er draußen geschlafen, auf der Couch, im vorm Schlafzimmer, da ist ja so ein Raum, da hat er auf der Couch geschlafen. Es kommen natürlich immer wieder Gefühle hoch, aber wir versuchen, uns zusammenzureißen. Also wir versuchen, nicht miteinander zu schlafen. Obwohl sich beide vor ein paar Tagen das erste Mal getroffen haben, wollen sie in den nächsten Tagen heiraten. Unzählige Unterlagen gilt es dafür zu besorgen. Und die marokkanische Gesetzeslage hält auch einige skurrile Regeln bereit. Ich weiß, wird jetzt eine Untersuchung gemacht, ob ich eh nicht schwanger bin, bevor ich heirate. Es geht fürs Familiengericht, warum auch immer. 1,5 Jahre führen beide eine Internetbeziehung. 1,5 Jahre, in denen sie sich völlige Treue geschworen haben. Oder hat Bujimar Grund zu zweifeln? All it was fine? Ja. Martina ist natürlich nicht schwanger. Sie hat ehrliche Gefühle für ihren Bu. Und mit der Bestätigung haben beide eine weitere Etappe auf dem Weg zur Hochzeit erreicht. Wir haben unseren Stempel also gemacht, haben das Ultraschall. Gut gewesen ist alles. Sie haben gratuliert und jetzt gehen wir zum nächsten. Dem Paar bleibt wenig Zeit, um die restlichen Dokumente und Stempel für die Hochzeit aufzutreiben. In ein paar Tagen geht Martinas Flug zurück nach Österreich. Wenn sie nur einen Fehler machen, platzt am Ende die Hochzeit. Und dann? Die Nerven liegen blank. Put all the original copies here. We will give every shake paper with this far. Wait, I will... Which one is the original now? This one. Okay. But it's not... It's... No, don't care. I will help you. We don't need this now. Only put all here. The last papers put it here. Martina nervt mich schon manchmal, besonders in der Situation mit den Papieren. Da musste ich mich anstrengen, nicht die Nerven zu verlieren. Wait a second, wait to explain to you, please. One minute. When you give to him, we give him with originals. He need 5 copies, 4 copies. Now we will trade like this and be risk for this. No, we make the original and the copy separated. Yeah. Hier, original, hier, the copies. Langsam scheint niemand mehr durchzublicken. Was, wenn sie bei all der Hektik etwas vergessen? Steht die Hochzeit auf dem Spiel? Vorarlbergerin Nadja hat große Zweifel an ihrem Traummann. Ist der Tunesier Marvin wirklich ehrlich zu ihr? Am besten gebe ich ihr den Ring, wenn sie ein bisschen traurig oder böse ist. Das ist der richtige Zeitpunkt, um sie wieder zu beruhigen. Kluger Gedanke, die eifersüchtige Nadja einfach mit einem Ring zu besänftigen. Da sich Marvin aber mit Nadja verloben will, kann dieser Schuss auch nach hinten losgehen. Wird sich die zweifelnde 33-Jährige so einfach in eine ungewisse Zukunft stürzen? Hi, Schatz. Hi, wo warst du? Hi. Wo ist das also? Ja, warum nicht? Wo warst du? Hier. Du immer springen, du. Ich helfe Mann. Entschuldigung. Ich helfe Mann. Okay. So. Komm. Sag. Bei der Frage aller Fragen wird auch dem sonst so coolen Marvin die Zunge scheinbar etwas schwer. Wie wird Nadja antworten?